Still! David růžový panter! Konstant! Ten kluk porazil ty nejtěžší, už si více z jeho divizi jsou. Krásná pozice pro Davida Torreloty! Jak to je to tak? Kozma se znovu vyšmykl! Fuuu, tak to je neskutečné! Celá hra stojí! Titul OKTAGONu mi nikdy nevezme. OKTAGON se vrací do nejtvrdšího města republiky. No a teď je samozřejmě na řadě otázka, proti komu bude Kozma obhajovat. Poprvé v historii MMA se šampion dvouváhových kategorií pokusí o to, co ještě nikdo před ním nedokázal. Já jsem zápasil na celém světě a nikdo mě nepoznal. 23 submisí má na svém kontě Ivan Buchinger. Buky je speč, kámo, tohle je zvíře. Půjdeme dolů, já si myslím. Mám jeden opasek, tak chcem ten druhý. A další tvrdá prava. Tak to je neskutečné. Loket. A novým šampionem je Ivan Buchinger. Mr. Kozma, možná, že přijdem. Legendární Ivan Buchinger vyzve nespochybnitelného krále a dosud jediného šampiona této váhy. Davida Kozmu. Růžový panter je v oktagonu s 9 vítězstvími bez jediné porážky. Když nevyhraju, tak to bude trošku ostuda, že mě porazila 6-6. Kozma ještě zasahuje tvrdou levou a je konec. Ale nemal ještě zápas vůky. I kdyby na sílu přibíral, tak prostě v té váze není zvyklý. A ten zápas půjdu 100% vyhrát. Vím, že já jsem ten, kdo může získat ten třetí opas. A chybět nebudou. Ostravští rodáci. Matěj Kuzník, tvrďák Jan Široký a bývalý titulový vyzývatel v těžké váze Daniel Dittrich. Vítězové reality show Octagon Výzva Karol Ryšavý a Roman Paulus. A v neposlední řadě zápas, ve kterém to opět bude osobní. Z nějakého toho kamarádstva už se upustilo během 5 sekund. Kdybych měl umřít, když by měl být diskvalifikovaný, on nevyhraje v Ostravě. Ostravar Arena. Poslední lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv. Beiden Damen. Jeden ze dvou ženských zápasů na turnaji Octagon Prime 4. Priscilla de Killa de Souza Matias z Brazílie a proti ní záskok na poslední chvíle z Izraele Big Bad Olga Rubin. I expect this fight to be very aggressive. Priscilla Matias je na 61 kg a domluvenou váhu dokonce 63 kg opravdu maličká, 155 cm. Ovšem, i s nimi dokázala v 21 zápasech odcházet 12x jako vítězka. Vai ser uma luta forte, dura, mas estou aqui para trazer a vitória, levar a vitória. Ukončila 9 svých soupeřek, především 7 submisí, vyčnívá v jejím skóre, stejně jako černý pás v brazilském jiu-jitsu. Rubin má na svém kontě 3 KO, zápasy v Bellatoru a také je šampionkou Izraele v brazilském jiu-jitsu v rámci fialových pásů. I'm very versatile. I can adapt to any situation. Bude to tentokrát stačit na ten brazilský černý, anebo si Olga Rubin poradí s Priscillou v postoji? Otázky, na které dostaneme odpověď v tomto velmi zajímavém zápase bantamové váhy. Priscilla, the Killer, the Sousa, das ist auch mal ein Name und eine sehr erfahrene Kämpferin noch dazu. 21 Kämpfe hat sie auf dem sprichwörtlichen Buckel, 12 davon konnte sie gewinnen. Die letzten 3, da lief es nicht so gut für sie. Tatsächlich hatte sie bei Fusion Fight League es mit Roxanne Modafferi zu tun. Das war aber schon 2017. Molly McMahon musste dann bei Cage Warriors ran. Auch gegen sie musste sie sich geschlagen geben. Ist dann 2021 im Juli nach fast 2-jähriger Pause zurückgekommen.
gegen Claudia Lethe in ihrer Heimat in Brasilien. Auch da musste sie eine Punktniederlage einstecken. Aber sie hat die gute Hoffnung, hier mit ihrer Erfahrung und vor allen Dingen ihren Bodenkampfskills heute gegen die kurzfristig eingesprungene Olga Rubin einen Sieg nach Hause holen zu können und wieder zurück auf die Siegerstraße kommen zu dürfen. Sie ist verhältnismäßig klein für die Gewichtsklasse. Haben wir eben auch in einem kleinen Einspieler gesehen. Wird also einen Größennachteil haben. Olga Rubin läuft hier ebenfalls mit dem Great Britain Top Team ein. Hinter ihr also Brad Pickett. War aber auch schon bei den Munich All-Stars zum Training. Kennt also auch die deutsche MMA-Landschaft. Ist kurzfristig eingesprungen, weil De Sousas Gegnerin ausgefallen ist. Sie wird einen Größenvorteil haben. Auch sie kommt gerade von zwei Niederlagen, die einzigen beiden Niederlagen in ihrer Karriere. Beide bei Bellator, nachdem sie zuvor einen guten Lauf hatte, drei Kämpfe bei Bellator gewonnen hat. Hat sie zuletzt gegen Sinead Kavanagh verloren. Das war allerdings auch schon im November 2019. 2 Jahre saß sie auf der Ersatzbank, 2 bewegte Jahre. Der eine oder andere erinnert sich, es gibt ja sowas wie Corona. Und sie hat sich entschlossen, jetzt erst wieder zurückzukehren. Schauen wir mal, welche dieser beiden Damen hier mit einem Sieg den Käfig verlassen. Beide sind gleich alt, aber wir sehen hier 19 cm Größenvorteil für Rubin. Sie ist allerdings die Außenseiterin. Das dürfte an den Bodenkampftechniken und an dem kurzfristigen Einspringen liegen. Dámy a pánové, máme před sebou první ze dvou ženských zápasů. Tentokrát domluvená váha 63 kg. Pojďme si představit obě ženy. Nejprve Modrý roh. 32 let, 155 cm, 62,4 kg na váze. Munich All-Star Gym pod trenérem Michelem Dejgou, Šekem a Marianem Matčičem má na svém kontě 21 zápasů, 12 vítězství, 9 ukončení před limitem a 9 porážek. Representing Brazil, Priscila de Killa de Souza Matias. Červený roh. 32 let, 174 cm, 62,7 kg na váze. GB Top Team, Moshik Box a Team Pact. Má na svém kontě, má pod trenérem Moshikem Kejdarem a Bradem Pickettem. Má na svém kontě 8 zápasů, 6 vítězství, z toho 3 KO a pouze 2 porážky. Dnes večer v červeném rohu za Izrael Olga Big Bad Rubin. Ladies, you know rules. Fight hard, fight fair, fight for win. Okay, touch your gloves. Okay, step back. So, und ich muss mich direkt zu Beginn des Kampfes mal entschuldigen. Es ist natürlich Priscila de Sousa, die bei den Munich All-Stars trainiert. Ganz kurz mal auf der Leitung gestanden. Wir sind hier eingeblendet, 3-1 Außenseiterin.
die weitaus größere Frau, die unter der israelischen Flagge eingelaufen ist. Ganz unterschiedliche Körpertypen hier. Schöne Overhand von de Sousa, die sich sofort versucht, auf den Boden zu begeben. Hüftwurf. Und jetzt kann sie hier ihren Schwarzgurt, ihre Schwarzgurtfähigkeiten unter Beweis stellen. Also erstmal gute Kontrolle und schöner Angriff hier von Rubin vom Rücken aus. Aber de Sousa passiert hier die Guard. Inverted Side Control, jetzt auf dem Weg Richtung Nord-Süden und hat jetzt den Hals von Rubin. Die Guillotine könnte funktionieren für de Sousa. Wie gesagt, sie ist eine brandgefährliche Submission-Kämpferin. Rubin kommt aber dann nochmal raus. De Sousa ist froh, solange der Kampf nicht aus der weiten Distanz stattfindet. Die Knie hören sich schon mal hart an hier. De Sousa jetzt ihrerseits von Rubin in den Clinch gezwungen worden. Aber sie ist auf dem Weg Richtung Rücken. Was Rubin gut macht, ist dieser Overhook mit der rechten Seite. Dort verhindert sie, dass die Brasilianerin auf ihren Rücken kommen kann. Schöne Arbeit hier am Zaun von Rubin. De Sousa wirkt ein bisschen überfordert gerade. Es geht vor und zurück. Und immer noch eine knappe erste Runde. Also ich bin mal gespannt, was hier in der letzten Minute noch passiert, denn ich kann mir vorstellen, welche Athletin auch immer hier jetzt in der letzten Runde noch, in der letzten Minute noch was zeigt, der ersten Runde. Die könnte hier die Runde klauen. Nochmal Hüftwurfversuch von de Sousa. Sieht aber so aus, als hätte sie schon Federn gelassen hier, kräftetechnisch. Nein, schafft's nochmal. Rubin zu drehen und vielleicht könnte das Zünglein an der Waage sein. Wenn die Punktrichter gleich entscheiden müssen, welcher der beiden Kämpferinnen sie eine 10 aufschreiben und welcher eine 9. Kontrollposition jetzt hier von Rubin, versucht zu stallen, versucht zu halten. Aber das spielt, glaube ich, de Sousa ein bisschen in die Karten, denn sie sieht natürlich hier aktiver aus. So. Ja, knappe erste Runde. Schreibt doch mal in den Chat, was ihr sagt.
Welche der beiden Kämpferinnen hat die aus eurer Sicht gewonnen? Durch die beiden Takedowns könnt ihr mir vorstellen, dass der Sousa das Ding knapp geholt haben könnte. Schön gemacht da, diese Overhand quasi als Einleitung für den Takedown genutzt da von de Sousa. Und hier der Hüftwurf, gut gemacht, ebenfalls. Also sah über Episoden so ein bisschen überfordert aus, de Sousa. Aber vor allen Dingen am Boden hat sie mir gut gefallen. Hier gute Kontrolle, zieht ihre Gegnerinnen auf den Boden. Na und unentschieden geht ja per se erstmal nicht. Die Punktrichter sind angehalten, immer einen Sieger, eine Siegerin einer Runde zu wählen. Die bekommt dann 10 Punkte aufgeschrieben. Schön auch hier der Takedown, früh initiiert, Outside Trip. Na, rangekommen an die Hüfte von de Sousa und dann den Bodenkampf initiiert. Rubin wieder mit einer Position, in der sie zwar de Sousa daran hindern kann, zu passieren, aber weder eine eigene Offensive an den Start bringen kann, noch eine Chance hatte, aus der Position zu kommen. Also reines Stalling. Immerhin wieder zurück in der Guard. Rubin aber vom Rücken aus. Gehen hier gerade wertvolle Punkte verloren. Der Referee ermahnt zur Aktivität. Die Kämpferinnen sind zu jeder Zeit angehalten, den Kampf voranzutreiben. Müssen versuchen, den Kampf auf ein Ende hin zu bewegen, auf ein Finish am Boden oder im Stand. Zumindest mal die Positionen zu verbessern oder eben Schaden zu machen. De Sousa macht das jetzt gut. Rubin steht hier auf und hat jetzt noch ziemlich genau eine halbe Runde, um diesen schlechten ersten Eindruck bei den Punktrichtern wieder wettzumachen. Oder, wie wir im ersten Kampf des Abends gesehen haben, sie holt sich noch einen vorzeitigen Sieg. Und sollte sie hier nochmal einen Takedown kassieren, dann kann sich zumindest mal nicht sicher sein, dass sie den nicht braucht. Denn die erste Runde war zu knapp, um damit zu rechnen. Und die zweite Runde bislang sehe ich klar bei de Sousa. Nochmal mit viel Anstrengung. Takedown-Versuch. Rubin kommt auf dem Rücken. Ist sie da unter dem Hals? Das sieht gut aus. Für Rubin. Hartes Ground and Pound. De Sousa dreht sich da raus. Probiert es zumindest. Aber zahlt das. Muss viele harte Schläge nehmen. Der Ref guckt ganz genau hin. Muss sich zu jeder Zeit intelligent verteidigen, de Sousa. Ansonsten wird abgebrochen. Und genau das ist der Momentumwechsel, den Rubin auch gebraucht hat hier. Macht Schaden.
oberstes Wertungskriterium. Effektives Striking und effektives Grappling. Knappe Minute noch auf der Uhr. Gutes Rundenende hier für Rubin. Sekunden, aber selbst wenn sie jetzt hier keinen Finish bekommt, hat sie auf jeden Fall diese Runde jetzt hier mitgenommen. D'Souza versucht hier nochmal rauszukommen, dreht sich auch nochmal in die Guard. Das ist gut, aber hat nur noch ein paar Sekunden Zeit zum Arbeiten. Gute zweite Runde. Guter Start für D'Souza und Olga Rubin dreht das Ganze dann nochmal hinten raus. Bekommt eine dominante Position. Hier sehen wir ein paar der Szenen im Stand. Gefällt mir Rubin sowieso besser. Dann gab es aber diesen Takedown hier. Schöner Outside-Trip von D'Souza. Hatte gute Kontrolle. Ein bisschen Schaden, nicht allzu viel. Aber hinten raus kam dann Rubin. Und konnte dann selber nach der Aktion hier in der Oberlage landen. Gut gemacht. Weiter geht's zur letzten Runde dieses Kampfes. Zeigt natürlich auch, wie mental stark Rubin ist, hier sich nach dieser Anfangsphase der zweiten Runde nicht geschlagen zu geben. Hier werden nochmal die Live-Tipps eingeblendet und vielen Dank für den Hinweis eben. Natürlich besser für den Kämpfer, je niedriger die Zahl ist. So rum ist richtig. D'Souza wartet auf den Moment, in dem sie wieder shooten kann. So kommt es einem zumindest vor. Rubin stalkt sie hier, macht Druck. Ah, jetzt kommt hier mal eine ordentliche Boxkombination von D'Souza. Immer wieder schöne Finte mit der Hüfte von Rubin auch, die wenig kickt. Einfach weil sie wahrscheinlich wenig Lust hat auf den Takedown. Schöne Treffer landet hier. Durch die Rechtsauslage auch unbequem ist. Schöne Overhand und geht da zum Bodenkampf, bekommt die Oberlage D'Souza und hat noch 3 Minuten Zeit. Aus der Ecke von Rubin der Hinweis. Jetzt beginnt der Kampf. Du musst arbeiten. Genauso ist es. Sie darf sich hier nicht drauf einlassen. Auch wenn sie die letzte Runde aus meiner Sicht gewonnen hat. Olga Rubin. Die erste Runde war zu knapp. Stay here, we're losing, Olga. Stay here.
Oh, und die Ansagen aus der Ecke sind sehr, sehr klar. Bleibst du hier, verlieren wir. Schöner Omoplata-Versuch hier. De Sousa versucht überzusteigen. Omoplata sehr schwer durchzuführen im MMA. Ohne die Jacke aus dem BJJ. Aber es hat ihr zumindest mal eine Möglichkeit gegeben, aufzustehen. De Sousa versucht nochmal auf den Boden zu kommen. Zumindest mal in den Clinch. Wird sich gleich eindrehen. Gutes Coaching aus der Ecke von Rubin. Sehr, sehr knapper Kampf. Würde ich mich sehr schwer tun als Judge. Ah, schöne Aktion hier von Rubin. Harter Takedown. Mit viel Kraft. Zeigt auch, wie gut sie konditioniert ist hier. Gut konditioniert in den Kampf gekommen. Setzt die Submission an hier. Anaconda Choke. Interessante Art, den durchzuführen. Sieht aber so aus, hätte sie nicht wirklich den Grip dazu. Ihre rechte Hand müsste da enger in der Armbeuge sein. 20 Sekunden. Jetzt verbringt sie zwar hier die letzten Sekunden auf dem Rücken. Sie hat aber wieder eine gute Episode jetzt. Olga Rubin. Die Frage ist, hat's gereicht? Priscilla De Sousa versucht zumindest den Eindruck zu erwecken, als wäre sie sich siegessicher. Beherzte Vorstellung von beiden Kontrahentinnen. So, schauen wir noch mal ein paar der Highlights dieser Runde an. Immer wieder der Overhand-Schlag mit rechts versucht von De Sousa. Sehr unkonventionelles Boxen. Aber nicht uneffektiv. Und dann die Takedowns. Und da hat Olga Rubin versucht, in die Guillotine zu kommen. Ohne Erfolg. Das war ein schöner. Hier auf die Fontanelle. Der Takedown. Dann hören wir mal rein, wie die Referees entschieden haben. Dámy a pánové, známe bodový výsledek tohoto zápasu. So let's see how the judges score this fight. Pojďme se společně podívat na to, jak rozhodčí viděli tenhle ten zápas. 29-28, Priscilla De Sousa. 29-28, Priscilla De Sousa. 29-28, Olga Rubin. 29-28, pro Rubin. And 30-27 pro vítězku, kterou se poměrem 2-1 na body stává, for the winner, coming 2-1 point,
Olga Rubin. Oh, ein Judge alle Runden bei Rubin. Ein Judge hatte De Sousa den Kampf gegeben, 2-1. Und der dritte Judge zwei Runden an Rubin. Knappes Ding. Teď jdu zápasit o titul v největší, nejlepší české organizaci. Porazit Piráta a získat titul pro mě znamená získat cenný skal. Ukázat se českým fanouškům, který mě neznají. A Carlose Vemolu dostat do kouta. Jsem úplně ready zbít Piráta. V Oktagonu je nový král.